черзі до слова. Wir sind heute hier nicht alleine, nicht nur Ukrainer. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, liebe Politikerinnen und Politiker aus Münster, liebe Menschen, die uns hier unterstützen. Und ich bitte jetzt den stellvertretenden Bürgermeister, Herrn Neuhof, zu reden. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin einer der Bürgermeister hier von Münster und ich freue mich sehr, Sie heute am Nationalfeiertag der Republik Ukraine hier vor unserem historischen Rathaus des Westfälischen Friedens begrüßen zu dürfen. Am 24. August 1991 erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Und das ist ja eigentlich kein Datum, was in Deutschland groß gefeiert würde und schon gar nicht mit einem Münsteraner Bürgermeister. Aber trotzdem stehe ich hier als offizieller Repräsentant der Stadt Münster und möchte Ihnen unbedingt meine Solidarität bekunden. Gleichzeitig versuche ich, Ihnen meine tiefe Betroffenheit und mein großes Mitgefühl irgendwie in Worte zu fassen. Erst einmal lassen Sie mich sagen, wie froh ich bin, dass Sie hier sind. Es ist gut zu sehen, dass Sie sich trotz der entsetzlichen Ereignisse in Ihrem Land nicht unterkriegen lassen. Viele von Ihnen sind schon länger in Münster oder anderswo in Deutschland. Und ich hoffe, dass Sie hier eine neue Heimat gefunden haben. Doch viele von Ihnen sind nicht freiwillig hier und haben sich unter dramatischen Umständen hier hingerettet. Auch bei Ihnen hoffe ich, dass Sie sich hier ebenso gut wohlfühlen. Hoffentlich hat es Ihnen die Stadt und vielleicht auch einige andere Menschen so leicht wie möglich gemacht, sich hier sicher und geborgen zu fühlen. Während Sie hier einigermaßen gut leben können, machen Sie sich gleichzeitig sicher große Sorgen um Ihre Angehörigen, Freunde und Nachbarn, die in der Ukraine geblieben sind. Was muss das für ein Gefühl sein, mit jemandem zu telefonieren, der von Bomben und Schüssen in seiner Nähe berichtet? Der oder die erzählt, wie man unter Lebensgefahr Wasser beschafft oder wie es sich in einem überfüllten Keller lebt. Unvorstellbar für mich. Die Bilder im Fernsehen sind für jemanden, der in Frieden und Wohlstand aufgewachsen ist und sich daran gewöhnt hat, dass das sicher immer so bleiben würde, irgendwie total unwirklich. Ich kann nach wie vor nicht glauben, dass das im Jahr 2022 in Europa passieren kann. Stellen Sie sich einmal vor, ich würde hier als Politiker auftreten und fordern, die deutschen Grenzen von 1934 wiederherzustellen. Oder von irgendeinem anderen Jahr, von 1871 oder 1918. Ich würde dann behaupten, dass Elsass oder Jütland oder vielleicht sogar Österreich seien immer schon Teile Deutschlands gewesen und müssten wieder angefügt werden. Das sei ein Naturgesetz. Und alle späteren Entwicklungen seien irgendwie ein Irrtum. Und wenn diese angeblichen Fehler nicht von alleine korrigiert würden, dann müsste man eben nachhelfen. Wenn ich das behaupten würde, würde ich zu Recht mit Beschimpfungen davongejagt. Vielleicht würde man an meinem Geisteszustand zweifeln. Jedenfalls hätte ich mich völlig unmöglich gemacht. Mit anderen Worten, im Jahr 2022 halten vernünftige Menschen nichts mehr von aggressivem Chauvinismus, von nationalen Minderwertigkeitskomplexen, von vorgeschobenen Kriegsgründen, um vom eigenen Versagen abzulenken. Die Idee, Krieg zu führen, um irgendwelche patriotischen Interessen durchzusetzen, halten wir für idiotisch. Krieg kennt niemals Gewinner. Immer nur Verlierer. Das denken wir hier und das denkt vermutlich die Mehrzahl der Menschen auf der Welt. Nur in Russland und leider auch in einigen anderen Orten will man davon nichts wissen.
Man will der russischen Bevölkerung weismachen, Russland würde irgendwann großartig triumphieren und es dem Rest der Welt schon zeigen. Doch der von der russischen Führung angezettelte Krieg ist ausschließlich eine furchtbare Tragödie und ein riesiges Unrecht. Vor allem für die Ukrainer, für die Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch für Russland, das sich aus der zivilisierten Weltgemeinschaft verabschiedet hat. Wir können nur hoffen, dass trotz hysterischer Propaganda und brutaler Unterdrückung sich die Mehrheit der Russinnen und Russen irgendwann wieder besinnt und wieder friedlich und freundlich mit anderen Ländern zusammenleben will. Ja, zusammenleben bedeutet, sich anzustrengen. Zusammenleben ist eine Frage des Wollens und auch eine Frage des guten Willens. In diesen Tagen jährt sich das abscheuliche Pogrom von Rostock-Lichtenhagen zum 30. Mal. 1992 haben Tausende Deutsche aus Ost und West ihren aufgestauten Hass an völlig unbeteiligten Menschen aus Vietnam und anderen Teilen der Welt ausgelassen. Die Bilder dieser damaligen Ausschreitungen gingen um die Welt. Deutschland stand plötzlich wieder ganz im Schatten seiner Nazi-Vergangenheit. Und auch deshalb möchte ich Ihnen, meine sehr verehrten Ukrainerinnen und Ukrainer, herzlich danken, dass Sie bei uns sind. Durch Ihr Vertrauen auf ein gutes Zusammenleben in Deutschland helfen Sie auch uns. Durch Sie wird unsere Gesellschaft menschlicher, offener und freundlicher. Lang lebe die Ukraine, ein Hoch auf die Völkerverständigung, Pax Optima Rerum. Danke für Ihr Ohr.